in enough, was das bedeutet. Also das Boxen hat sehr viele Aspekte, wo man auch das Leben ableiten kann. Und wie wir alle wissen, je älter man wird, desto schwieriger wird das Leben. Also man muss irgendwann mit der Ausbildung anfangen, Familie gründen und so weiter. Und man kann gar nicht hart genug sein, um das Leben zu bestehen. Und durch das Training, durch die ständige Gespräche, die wir gemeinsam führen, versuchen wir die Jugendlichen in der Hinsicht so zu stärken, dass die hart genug für das Leben sind. Ich bin seit 4 Jahren in diesem Boxprojekt in Dietzenbach. Ich bin hergekommen, damit ich meine Noten verbessere und damit ich irgendwann ein guter Boxer werde. Und zum Beispiel zu Hause, da helfe ich meiner Mutter auch und so, weil ich war früher ein bisschen faul und so, jetzt bin ich nicht mal so faul. Unser Trainer ist ein sehr guter Mensch. Der sieht zwar böse aus, aber ist nicht böse. Und ich habe auch hier ganz viele Freunde gefunden. Sehr viele. Und ja, unser Trainer bringt uns auch immer bei, dass wir zu jedem korrekt sein sollen, egal was, aus welchem Land er kommt, was für Hautfarbe er hat. Wir haben uns sehr gerne an dem Projekt beteiligt, weil wir erkannt haben, wie wichtig das für Dietzenbacher Jugendliche ist. Bevor die Kids auf der Straße rumlungern und Blödsinn machen, dachten wir, es ist sehr sinnvoll, hier sportlich betreut zu werden. Ich bin sehr, sehr froh, dass das Projekt angenommen wird von den Jugendlichen. Das heißt zwar immer das Boxprojekt, aber es ist viel mehr als Boxen. Boxen ist ja nur ein Mittel zum Zweck, sportliche Disziplin den Jugendlichen zu vermitteln. Ich sehe den Kern hier in unserem Boxprojekt eher auch im Bereich der Hausaufgabenhilfe und der Hilfe, die wir Jugendlichen vermitteln können und sie dadurch ja, ein bisschen auch fit fürs Leben zu bekommen.